Boah, Leute, ey, willkommen wieder zurück zu Crash Bandicoot. Wir sind endlich auf der zweiten Insel angekommen und boah, der letzte Level von Welt 1, der war so heftig, dass ich da wirklich zum allerersten Mal Game Over gegangen bin. Also ich habe sämtliche Leben verloren und dann kommt Uka Uka und so Game Over. Und dann kann man den ganzen Level nochmal komplett von vorne spielen und für meinen Geschmack war der letzte Level einfach viel zu lang. Der war fast schon zu lang für meinen Geschmack, aber egal. Es geht jetzt weiter auf Insel Nummer 2 mit Up the Creek. Sieht eher aus wie Up the Waterfall, ne? Das ist ein großer Wasserfall, da geht es dann nach oben und dann von da oben wieder so schwupps irgendwie so runter. Na, mal gespannt, was das Spiel so für mich bereitet. Es kann ja nur noch schwieriger werden, nicht wahr? Los geht's, Up the Creek! Und gleich mal zu Beginn ein Leben und sogar noch ein Akku. Und das finde ich einmal nett. So, es gibt hier 48 Kisten in diesem Level. Naja, wie gesagt, meistens kann ich die eh nicht alle finden, weil ich ja noch nicht Edelsteine aus anderen Gebieten habe. Was macht denn der Fisch? So, wow. Vorsichtig, ey, Alter. Ich habe da immer oft so Probleme, Abstände in dem Spiel richtig einzuschätzen. Also bezüglich, ob Crash jetzt wirklich weit genug springt, ob er den Sprung schafft oder nicht. Deswegen kann es mal des Öfteren passieren, dass ich vielleicht auch mal daneben springe, ne? Ah, okay, haben wir wieder das Gesicht der Bonus-Lady. Ich nenne jetzt einfach Bonus-Lady, ja? Ich weiß immer noch nicht, wie die heißt. Bonus Tussi klingt ein bisschen unverschämt gemein. Ich nenne sie einfach Bonus Lady, weil sie ist ja so hübsch. So. Aber ich glaube nicht, dass das Crashs Freundin ist. Das glaube ich kaum. Ich glaube, der hat gar keine Beziehung. Der ist auch forever alone. Ja, noch ein Leben. So, ich brauche sowieso extra Leben. Ich habe letztens so viele verloren. Ah, endlich mal 10 extra Leben. So. Puh. Und weiter. Hups. Schwupps. Hopp und zack. Und aufs Blatt. Sonst werde ich noch platt. So, Affe, geh weg. Und tschüss. Ey. Oh Mann, jetzt ist wieder Akku weg. Ich habe den scheiß Affen berührt. Das war dumm. Aber egal, Checkpoint. Was soll's. Hauptsache Checkpoint. Was machen die Fische immer für Geräusche? Und warum kann ich hier unten stehen? Warte mal, ich will ja mal kurz gucken, was ist hier unten? Hey, wieso? Hallo? Warum sind denn da dann Blätter? Na, wahrscheinlich hätte ich... Hä, aber das geht doch gar nicht. Was hätte ich denn da machen sollen? Ach, egal. Oh, weia. Was ist denn das jetzt? Eine... Idiot. Nein, sag mal, kannst du mal richtig springen, Crash? Ich sag, das passiert mir so oft. Das wird mir so oft im Spiel. Wir sind ja gerade mal 9 Kisten, hallo? Kann es so sein, dass die Blätter da unten jetzt weg sind? Okay, ich sink hier wenigstens doch mal. Oh doch, ich wollte schon sagen, man sinkt ja doch ein. Wenn man so lange da drauf stehen bleibt. So, was macht die Kiste? Kannst du bitte auch wieder zurückspringen von dieser Arschlochkiste, du Idiot? Mann! Mach einmal was richtig, Crash, bitte! Ich wollte ja wieder zurückspringen, hat's nicht gemacht. So, also hier laufen, 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 weil sonst sinkt man ein. So, komm jetzt. Hep und wieder zurück. Oh, Leben. Und nochmal so ein Gesicht und... Habe ich jetzt ernsthaft diese scheiß Gesichtstoken weggewirbelt? Du willst mich verarschen. Ich glaube, ich habe das gerade weggewirbelt. Das kann man auch? Nö, das ist gemein. Das gilt nicht, das machen wir noch einmal, das war ja voll unfair. Wieso kann man denn diese scheiß Symbole, diese Gesichtszucken, warum kann man die wegwirbeln? Das ist ja mal richtig fies. Das ist ja mal richtig scheiße. So, das ist mal richtig blöd, da sollte man doch lieber auf Kisten draufspringen, anstatt dass man immer reinwirbelt, so. So, jetzt sind hier zwei Fische nacheinander. Ey, Leute, das wird noch so übel schwer. Wenn ich da zuletzt, ich meine, bin... Ey! Das ist schon wieder! Scheiß Fisch! Blöde Fischfresse!
Jetzt bin ich ja wieder hier. Mann! Wieso kann ich diese Fische nicht töten? Ich will die wegwirbeln. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich kapiere vor allem nicht mal, was die Kiste überhaupt macht. So, mein gut, jetzt bleiben wir... Wenn ich es einsammle, bleibt es ja wenigstens gespeichert, dieses Gesicht. So, vorsichtig, Crash. Ja, ganz vorsichtig. Ist ja hier... Ich habe ja keinen Zeitdruck. Diese blöden Kackfische. Oh, hier ist schon wieder... Moment. Jawohl, Bonus-Time. Kriegen wir wieder ein paar Leben, hoffentlich. Da stand auch gerade, eine Bonusrunde zu verlieren kostet ja zum Glück keine Leben, also kann man so oft versuchen, wie man will. War das cool oder war das cool? So, vorsichtig jetzt. Und geschafft. So, und er hat schon wieder die Bonuslady entführt, dieser fiese Doktor. Was will er denn bloß mit der? Und vor allem, warum... Oh, noch, nur noch drei Kisten. Na, das sind sicher die, die ich da unten hätte bekommen können bei den Blättern oder sowas, weiß ich. Oh, noch ein Leben. Super. Her damit. Je mehr Leben, desto besser für mich. So. Oh, Leute, endlich. Levelende. So, scheiß auf die zwei Kisten. Ich habe die sowieso nicht bekommen können. Was soll's. Klasse, aber du hast wieder mal zwei Kisten vergessen, du Trottel. Na und? Das ist mir so egal. Was zum... Was, wir haben jetzt schon einen Bosskampf, Leute? Ripperoo, Alter, wie sieht der denn aus? Voll so ein geistig behinderter blauer Hund, oder was das sein soll? Ripperoo, na meinetwegen. Mal schauen, wie blöd ich mich bei dem Kampf wieder anstelle. Bei Papu Papu hat es auch nicht gleich geklappt. Alter, der hat ja eine Zwangsjacke an. Der hat eine Zwangsjacke an. Und da stand auch gerade schon wieder direkte Angriffe verletzen nicht. Und oh ja, ja. Big TNT. Na komm mal hierher. Kommt der auch mal zu mir? Los, komm mal zu mir. Doch nicht so. Was ist das denn für ein Spacken? Das ist ein geistig... Hey, du sollst nicht da hinspringen, wo ich hinspringe, du Arschloch. Wo soll ich denn wissen, wo der hinspringt? So ein Asshole. Was soll das denn? So. Wie soll ich... Hey, Mann! Wieso sind diese Bosskämpfe alle so scheißbehindert? Genau wie er. Der wird nicht umsonst in der Zwangsjacke drinstecken. Okay, jetzt bin ich abgesoffen, toll. Na, der Kampf wird wieder richtig scheiße, Leute. Da verliere ich wieder alle meine Leben. Ich habe nur noch 6. Woher soll ich denn wissen, wo dieser Penner überhaupt hinspringt? Verarschen? Ah, nein, nicht schon wieder, Crash. Wir wollen doch noch nicht baden. Ich will einen Aku Aku vor allem. Das ist immer unfair. Wieso ist man ohne Aku Aku in so einem scheiß Bosskampf drin? Das ist doch voll scheiße. Vor allem, woher soll ich wissen? Crash, du sollst richtig springen, du Mongo. Woher soll ich... Na, jetzt kriege ich einen. Na klar, weil ich so oft gestorben bin, jetzt kriege ich einen. Und jetzt ist er wieder weg. Ah, du bist doch scheiße, bist du. Was ist das für ein Kackkampf? Ist das unfair? Ich weiß ja nie, wo der hinspringt. Geh scheißen, du komisches... Was bist du überhaupt? Ripperoo oder deine Mutter? Deine scheißverdammte Hurenmutter. Weißt du überhaupt deine hast? So. Kann der auch mal... Wie soll ich denn den mit den TNT-Kisten überhaupt erwischen? Wie soll ich denn das machen? Der springt ja eh nie dahin, wo es explodiert. Ja, schon wieder. Der springt immer dahin, wo ich bin. Arschloch! Mann!
Verpiss dich doch mal! Das ist ja mal wieder so ein Scheißkampf! Leute! Wie macht man das? Es ist doch behindert! Scheiße, du sollst nicht immer da hinspringen, wo ich bin! Du Drecksvieh! Alter, wie soll man das schaffen? Jetzt krieg ich sogar schon einen doppelten... Ich habe sowieso keine Leben mehr. Ja, natürlich. Braucht man ja nicht. Jetzt habe ich sogar schon einen doppelten Akku hier. Sag mal, kannst du auch mal wohin springen, wo diese Scheiße explodiert? Du dummes Kackvieh. Das gibt's doch nicht. Alter, was ist das für ein scheiß behinderter Hurenboss? Mann, verpiss dich! Lass mich in Ruhe, du Missgeburt! Crash! Wieso geht der immer baden? Der springt immer irgendwo hin! Sag mal, fick dich jetzt mal! Hör auf, da hinzuspringen, wo ich hinspringen will, du Missgeburt! Der regt mich gerade sowas von auf! Der ist ja Papu-Papu noch total einfach gewesen! Wenn man weiß, wie es geht! Was ist denn das für ein Wichser? Was ist ein blauer Dödel in einer Zwangsjacke? Ich glaube, es hakt. Fick dich! Leute, der Kampf ist einmal mega scheiße. Ich weiß nicht mal, wie ich den besiegen soll. Ich habe den einmal... Aua! Ich habe den einmal kurz vorhin getroffen und dann, was sollte das? Na, spring doch auch mal hier hin. Der springt ja auch immer, der springt doch total random. Ich weiß nie, wo der hinspringt. Der besoffen lieber wieder ab. Leute, wie macht man diesen Kampf? Wie besiegt man diesen Hurensohn? Ich kann das nicht. Du bist doch scheiße. Oh, leck mich doch am Arsch! Halt die Fresse, Mann! Buga Buga, ich hab schon wieder keine Leben mehr! Was? Sag mal, was ist denn das? Alter, ist der Kampf scheiß behindert! Ja, direkter Angriff verletzt ihn nicht, wie soll ich das dann machen? Scheiße, was ist das für ein Hurenkampf? Fick dich! Alter, Leute, ich krieg die Krise mit diesem Hurensohn! Jetzt geh doch mal scheißen! Wie besiegt man diesen Pisser? Das gibt's doch gar nicht! So, komm mal hierher, komm hierher, komm los, spring! Ja, nein, nicht! Doch nicht so! Nicht so! Ich geb dir gleich Huga Buga! Jetzt geh doch mal scheißen hier! Glaubst du, ich weiß, wo der hinspringt? Ja, keine Ahnung! Ja, jetzt habe ich ihn irgendwie schon wieder getroffen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Na los, boom! Jawohl, ich habe ihn wieder erwischt. So, na wenn nicht, sterbe ich trotzdem gleich wieder. Garantiert. Garantiert. Ja, fick dich. Warum springst du immer dahin, wo ich bin? Der Kampf regt mich auf, Leute. Der regt mich auf. Das ist ja die größte Scheiße hier. Hör auf, da hinzuspringen, wo ich stehe, du Missgeburt. Du scheißbehinderter Krüppel hier. Was bist du nun bloß? Du bist doch gar kein richtiger Huhn. Du bist einfach nur ein scheißbehindertes Vieh. So. Du arschblödes, dummes Fotzenkind. Ja, da fallen Ausdrücke ein, die habt ihr noch nicht gehört. Und haha, na endlich.
scheiß Ripperu. Fuck you. Und tot. Hoffe ich doch mal, aber wahrscheinlich nicht. Der kommt sicher auch wieder. So. Na endlich. Meine Fresse, aber der kam scheiße. Dieser elende Hurensohn. So, machen wir weiter mit der Lost City, sonst vergesse ich mich hier noch. Alter, was war denn das jetzt gerade wieder für ein Ladebildschirmhinweis? Zerbrich sämtliche Kisten ohne zu sterben, um einen besonderen Edelstein zu halten. Sind die behindert? Das kann man doch gar nicht schaffen. Und wie komme ich hier rüber? Gar nicht. Alle Kisten ohne zu sterben. Ich glaube, es hakt. Die sind noch nicht ganz dicht. Buga Buga, okay. Komme ich hier irgendwie... Hä? Nee. Da kommt man nicht irgendwie woanders hin? Ja toll, wie soll ich hier bitte... Keine Ahnung, die Kisten gehen nicht weg. Das kann ich ja jetzt schon nicht mehr schaffen. Ich meine, das regt mich schon ein bisschen auf. Oh Gott. Also, kann ich ja doch... Ah, Leben! Oh, Leben, 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 na endlich. Alter, Leute, was war denn das für ein scheiß behinderter Boss? Das darf ja wohl nicht... Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hat mich diese scheiß Wand da wieder weggedrückt. Bei dem Spiel kannst du ja nur ausrasten. Das ist ja noch 10-mal schlimmer wie Rayman Origins. Ihr habt doch einen Knall, ihr Entwickler hier. Wer soll denn das schaffen? So eine Scheiße, ey. Ja gut, ich stelle mich ja auch an. Ich meine, wie gesagt, das ist alles blind. Ich spiele es zum allerersten Mal. Also woher soll ich das bitte wissen? Woher soll ich bitte wissen, wie und was man da macht? Und oh, weia. Schön auf die Fledermäuse aufpassen. Okay, erstes Gesichtstoken gesammelt. So, wenigstens kann man in dem Level auch so ein bisschen nach hinten gehen. Checkpoint. Oh, so, Alter, zum Beispiel da oben, da ist schon wieder so eine Hackfresse. Ja, schön, das Leben kriege ich, aber den Typen kriege ich nicht. Weil die Kiste ist eigentlich gar nicht wirklich da, die wird mir nur angedeutet. Ja, dann leck mal doch. Nö, wirklich, ich bin froh, dass ich nie behauptet hätte, ja, ich würde hier 100% versuchen. Ja, weil das... Toll, jetzt habe ich das Extra-Leben wieder weggewirbelt, du Mongo! Alter, das passiert mir immer so unbewusst, das will ich doch gar nicht. Wieso kann man Extra-Leben wegwirbeln? Was ist das für eine Scheiße hier? Und was sind das für scheiß Fledermäuse, die hier ständig langfliegen? Können die ein bisschen weiter oben fliegen vielleicht? Können die sich in eine etwas höhere Ebene bemühen? Scheiß Viecher hier. Es ist doch noch gar nicht mal Abend. Hey! Amnesik geben! Alter, das Spiel ist ja mal wirklich... Oh, das... Also, ihr habt nicht gelogen. Das Spiel ist ja mal scheiße schwer, ist das! Das ist ja mal richtig assi schwer. Vor allem, wenn du kein Akku-Akku hast, ist das mega behindert. So. Ich will jetzt ein Leben da oben haben. Aber das kriege ich ja gar nicht. Weil ich ständig absaufe. Ich wollte auf die Plattform wieder rauf. Hallo! Alter, das gibt's ja nicht. Bei dem Spiel rastest du ja nur aus. Na, da habe ich mal was ausgesucht, Leute. Da habe ich mal was ausgesucht, ha? Huh? Wie gesagt, ich scheiße einen dicken, fetten Haufen auf die 100%, ganz ehrlich. Ah, jetzt auf einmal hat's geklappt, ne? Jetzt auf einmal hat's geklappt, dass ich das erwischt habe. So, immer so ein komisches Chamäleon oder was das war. Oder war das... Nein, 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 rein, 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 rein. Alter. So, das zweite Gesicht. Diese scheiß Fledermäuse, die kommen immer out of nowhere. Da hängt wieder einer rum. Lass den mal nicht so hängen. So, oh, endlich wieder Checkpoint. So, was bist denn du jetzt für eine komische Echse? So, eine tote Echse. Und oh oh. Ach so. Hätte ich die als... Nö, ich sage schon nichts mehr. Ich hätte die wahrscheinlich jetzt als Plattform benutzen müssen. Also als Sprunghilfe... Aber wisst ihr was? Drauf geschissen. Wieder mal dick, fett. Richtig schön, cremig, nussig, was auch immer. So, Alter, bitte sag, dass wir jetzt nicht noch irgendwie die Plattform abbrechen, wenn ich zu lang draufstehe. Das wäre auch ein bisschen gemein. Nom, 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 nom. Oh, gleich wieder 100 Früchte. Dann
Dann kriege ich ja wenigstens ein extra Leben wieder bei 100 Wumperfrüchten. So, da drüben ist eine wichtige Kiste. Oh, extra Leben. So, Moment, was macht die Kiste? Die hat irgendwo was aktiviert, aber ich habe keine Ahnung was. Da sehe ich irgendwie auch nie, was die Kisten machen. Oh weia. So, 0 von 3, ich habe ja nicht mal ein einziges erwischt, ist eh egal, so Checkpoint und bam. Wow, Vorsicht, 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 extra Leben. Ja, wenigstens platzieren sich nur wieder mal Leben, so ey, kannst du mal abhauen, du komisches Echsenvieh? Geh weg! Guck nicht so blöd! Ja, das hast du jetzt davon. Oh nein, nicht schon wieder Fledermäuse, bitte. Na klar, jetzt auch nur der Boden, der dir so offen zugeht. Hilfe! Nein! Armer... Ja, natürlich! Wieder kurz vor dem Checkpoint! Alter! Gescheißen, verdammt! Wieso sterbe ich eigentlich... Alter, was ist das denn da? Warum sterbe ich eigentlich jedes Mal so kurz vor dem Checkpoint, Mann? Das gibt's doch nicht! Kurz vor dem Checkpoint müssen wir natürlich verrecken, weil es ja so viel Spaß macht! Ist doch jetzt nicht dein fucking Ernst! Boah! So, gerade noch so geschafft und oh scheiße, was wird... Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich krieg einen Anfall hier. Wie soll ich denn hier wieder vorbeikommen? Oh weia. Oh Gott. Warum immer ich? Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Ich habe zu viel geflucht und hab jetzt schon wieder... Ich sag mal, du sollst die extra Leben nicht wegwirbeln, du Idiot. Ich will das doch gar nicht. Mann! Ihr seid doch alle scheiße! Crash! Du sollst rennen, aber nicht runterfallen, wenn's geht, bitte! Aber er fällt runter! Sag mal, wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen? Ich hab das doch vorhin auch gerade geschafft, du Arsch! Du dumme Sau! So, das Exo-Leben ist zum Glück noch da. Hey, jedes Mal dasselbe. Boah, ich hatte schon wieder gar keine mehr. Ich hatte schon wieder keine Leben mehr. So, das darf aber nicht wahr sein. Und schon wieder Fledermäuse. Mann, ich will ein Akku-Akku. Warum kriegt man den hier eigentlich so selten? Den kriegst du immer am Anfang des Levels und später nicht mehr, oder wie? Oh, Bonus-Time. Na, wenigstens das kann ich machen. So. Was, 33 Kisten gibt es jetzt hier in diesem Bonus? Oh, scheiße. Gott. Oh scheiße. Toll und verkackt. Eine meiner ganzen Mumpenfrüchte. Nein. Ja, zähl erstmal schon runter auf 0. Egal, das kann man so oft machen, wie man will. Noch einmal, das gilt nicht. Oh, es hat so gut angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da muss man ja wirklich wie so ein Vollidiot springen. Ich sage schon nichts mehr. Ich bin für das Spiel zu blöd. Ich muss das aber schaffen können. Da gibt es richtig viele Kisten. Vor allem, da kann ich Leben bekommen und überhaupt. Und hey, Mann, Crash, wieso sprichst du immer so behindert? Und wo ist überhaupt das Levelende? Ist das da eh gleich nebenan? Ich hoffe. Alter, das Spiel ist nicht gesund für den Blutdruck. Wenn man Bluthochdruck hat, ist das nicht gesund. Leck mich am Arsch hier. So, ich scheiße hier auf alle Kisten. Ich will einfach meine Leben haben. So, leck mich am Arsch jetzt. Ich will nur noch mit dem Level beenden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss den Part beenden. So, ist jetzt hier bitte endlich mal Ende im Gelände oder was ist hier los? Ne, ist immer noch nicht ganz fertig. So, wir haben noch ein Leben bekommen. Und hier ist wieder so eine Echse. Was? Ey, hey! Ich sag mal, du bist doch scheiße. Ich hab gewirbelt.
Ne, das Spiel ist einfach nur scheiße. Ich meine, was soll das? Ich hab gewirbelt. Ich hab den angegriffen. Crash! Sag mal, kannst du auch mal wieder richtig springen, du Mongo? Nö, kann er nicht. Sag mal, jetzt hör doch mal auf, hier abzurutschen. Er rutscht ab! Der rutscht hier ab, der Hurensohn. Der rutscht ab. Das gibt's doch nicht. Ich habe schon wieder keine Leben mehr. Oder es leckt mich am Arsch. Ich beende den Part. 82 Kisten in dem Level ins Hirn haben's dir geschissen, oder was? Aber so richtig fett. Ich habe bei der Echse gewirbelt. Na, schon wieder. Was war das? Oh, jetzt reicht's. Jetzt halt doch mal die Fresse, du blöder Hurensohn. Nein, ich will nicht mehr. Alter, die wollen mich hier doch verarschen. Ne? Leck mich am Arsch. Nö. Sorry, ich muss den Part jetzt mal beenden. Machen wir nächstes Mal dann nochmal der Lost City. Ich bin ja schon wieder gestorben, ey. Dieses Scheißspiel, das ist ja viel zu schwer. Sind die behindert? Das ist ja viel zu schlimm. Du kriegst ja fast nie einen Akku-Akku. Wie soll ich denn das machen? Die sind doch nicht mehr ganz dicht. Du kriegst immer einen Akku-Akku am Anfang des Levels. Später nix. Nein, kriegst nicht. Kriegst keinen mehr. Sag mal, haben die einen Knall oder was? Das ist ja irre schwer, dieses Spiel. Da habt ihr wirklich nicht gelogen. Alter! Da kannst du ja nur ausrasten. Und dieser Trottel springt doch immer so binnen. Dieses scheiß Chamäleon, das hat mich einfach weggedrückt. Ich konnte nichts machen. Ich bin gelandet, wollte wirbeln und schwupps. Hat mich das einfach so runtergeschoben. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ohne dass mich das Vieh wieder zurückschiebt und da unten wirft. Scheiß blödes Drecksvieh, ey. Mann, und dieser Ripper-Rookkampf war überhaupt die größte Scheiße. Ich meine, wem ist denn das eingefallen? Alter, das Spiel ist wirklich mörderschwer. Und das ist gerade mal der erste Teil. Wie schlimm ist denn dann im zweiten und dritten? Weil ich hab ja gesagt, der erste ist am schwierigsten. Boah, ihr leckt mich am Arsch. Das ist ja nicht normal. Bis zum nächsten Mal bei Crash, ey. Das gibt's nicht. Da brauchst du ja wirklich Tabletten. Das ist ja nicht normal. Und ich dachte, Rayman Origins wäre schwer. Das toppt das ja noch. Oh Gott. Ne Leute, Ausraster sind vorprogrammiert. Damit müsst ihr leben. Entweder guckt euch das Projekt an oder nicht. Ist mir scheißegal. Wer es nicht verkraftet, der hat Pech gehabt. Bis zum nächsten Mal bei Crash. Bin ich gut.